Schock am Himmel über dem Atlantik vor der US-Ostküste. Düst hier ein UFO durch ein Gewitter? Die sonderbaren Aufnahmen werden an einem beliebten Touristenstrand von Florida gemacht. Ein Unwetter hat sich über dem Atlantik gebildet. Am Horizont zucken Blitze in einer gigantischen Wolkenfront. Plötzlich dann das. Von links nach rechts zuckt ein Lichtstrahl durch die Wolke, waagerecht am Himmel entlang, mit unglaublicher Geschwindigkeit. Ein UFO? Eine optische Täuschung oder Lichtspiegelung? Oder ein billiger Fake? Der Mann, der den Lichtblitz filmt, fragt ungläubig Umstehende, ob sie es auch gesehen haben. In den sozialen Medien geht die Aufnahme viral. Vermutet wird sogar, dass Außerirdische ihr Raumschiff im Gewitter aufgeladen haben. Die Geschwindigkeit des Objektes ist beeindruckend, müsste geschätzt deutlich schneller als der Schall sein. Für ein menschliches militärisches Objekt jedenfalls wäre dies kein Problem. Offizielle Bestätigungen oder Erklärungen für das Phänomen gibt es bislang nicht. Und so wird vermutet, dass statt eines UFOs vielleicht doch eine optische Täuschung den Augen einen Streich gespielt hat.